Ja, ich hab drei. Ist ja gut. Ich hab drei. Ich hab drei. Gucken wir uns direkt mal hier rein. Todgeweihte Reisende, 111, wenn der stirbt, erzeugt man einen weißen 11 Geist mit Flugfähigkeit. Begüteter Seemann, 3x14, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man einen Schatzspielstein. Renegatentaktik, einmal eine Kreatur eurer Wahl kann nicht blocken. Ziehe eine Karte. Zerquetschende Ranken, 3 Mana bestimme 1, zerstöre eine fliegende Kreatur eurer Wahl, zerstöre ein Artefakt eurer Wahl. Eingeweihte Leser, 1x11, Opfer eine Kreatur hält sich 1. Ansporn des Gebrüll, 4 Mana Hexerei, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Uralte Feindseligkeit, 2 Mana Spontanzauber, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst, falls sie legendär ist. Dann kämpft sie gegen eine Kreatur eurer Wahl, die ein Gegner kontrolliert. So viele +1/+1 Marken. Malstrom-Koloss, 8x77 mit Cascade. Augenweh-Meuchler, Alter, die Namen. Augenweh-Meuchlerin. 3x22, wenn ihr ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur eurer Wahl, die einen Gegner kontrolliert. -1/-1 wenn er zu ist. Piratensäbel. 3 Mana, immer wenn ihr ins Spiel kommt, lege ihn einen Piraten, den du kontrollierst, an. Die Ausrüstung der Kreatur kriegt +2/+1 und wird 2 Mana ausrüsten. Tollkühne Freibeuterin. 4 Mana, 3/3, wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge einen Schatzspielstand. So viele Piraten, voll nice. So viele Piraten, voll nice. Lenkdrachenplänkerer. 4 Mana, 3/1, fliegend. Immer wenn der Lenkdrachenplänkerer angreift, erhält eine andere Kreatur Flugfähigkeit, die denselben Spieler oder Planeswalker angreift. Flugfähigkeit. Mit Zugabe, oh mein Gott. Für 6 Mana kann man die aus dem Friedhof exilen und kriegt für jeden Gegner eine Kopie von dieser Karte, die angreifen muss und Eile hat und wird am Ende des Zuges geopfert. Mächtig. Mächtig als Finisher. Ahnenklinge. 2 Mana, wenn sie ins Spiel kommt, bringe einen 1/1 Soldaten mit und lege sie Ahnenklinge an ihn an. Und ist eine Ausrüstung für 1 Mana. Hinten drauf richtig cool mit diesem, wie der den Drachen erschlägt. Nice. Golem-Handwerker, 5 Mana, 3/3, 2 Mana, eine Artefakt-Kreatur deiner Wahl kriegt +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Und für 2 Mana, eine Artefakt-Kreatur deiner Wahl erhält bis zum Ende entweder Flugfähigkeit, Eile oder Trampelschaden. Du entscheidest. Du entscheidest. What? Monströser Ansturm, 5 Mana Hexerei, der fügt x Schadenspunkte zu, deren Aufteilung auf eine beliebige Anzahl an Kreaturen man selber bestimmt, wobei x die höchste Stärke unter Kreaturen ist, die man kontrolliert. Ja. Gelehrte des Horizonts. 6 Mana 4/4 fliegend. Wenn sie ins Spiel kommt, hält sich 2. Unsere Rare ist Hof des Ehrgeizes. 4 Mana Verzauberung. Wenn der Hof des Ehrgeizes ins Spiel kommt, wird man Monarch. Zu Beginn des Versorgungsmoments verliert jeder Gegner 3 Lebenspunkte. Es sei denn, er wirft eine Karte ab. Falls du Monarch bist, verliert stattdessen jeder Gegner 6 Lebenspunkte. Es sei denn, er wirft 2 Karten ab. Spielt die nicht. Wenn ihr die spielt, werdet ihr gehasst. Dann haben wir Sonnenstrahl, Serras Erzengel. 7 Mana 6/4 fliegend und man tappt eine andere ungetappte fliegende Kreatur, die man kontrolliert. Der Sonnenstrahl Serra Erzengel erhält +1/+1, erhält bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe, die man bestimmt. So, wow. Mit Partner. Und unsere Foil, nee, das ist noch nicht unsere Foil. Haben wir eine Foil? Wir haben eine Foil. Das ist ein Lastentier. Egal. Karne, was? Hüter des Himmels. 5 Mana, 3/3, fliegend Wachsamkeit. Immer wenn er angreift, erhalten angreifende Kreaturen, die fliegen können, +2/+0. Immer wenn er blockt, erhalten fliegende blockende Kreaturen, +0/+2. Das ist ein lustiger Commander, wenn man fliegend spielt. So, und unser zufälliges Lastentier. 3 Mana, 2/3, wenn es ins Spielwerk kommt, bringt man einen Artefakt aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das waren meine Booster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.